Wir sind jetzt hier im Stadt- und Heimatmuseum vorweihnachtlich. Neben mir Frau Hirschberger, die Vorsitzende der Fritz-Wunderlich-Gesellschaft. Und sie hat Schätze dabei, nämlich neue CDs mit Aufnahmen von Fritz Wunderlich. Ingrid, was kannst du uns hier präsentieren? Es handelt sich um alte Tonaufnahmen, die dank moderner Technik jetzt restauriert und auf CD eingespielt werden konnten. Die eine CD, das ist Fritz Wunderlich singt und spielt Akkordeon. Fritz Wunderlich war ja gerne beim Feiern und war oft auch auf Jagdhütten und hat dort mit Freunden gesungen und auch meistens Akkordeon gespielt. Und da sind einige Ausschnitte von solchen Feiern drauf und da haben wir einen sensationellen Fund gemacht, denn man hat immer geglaubt, Fritz Wunderlich hätte nie den Postillon von Loginot gesungen, hat er aber auf einer dieser Feiern. Und das ist was ganz Besonderes. Außerdem gibt es noch ein weiteres Lied. Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde. Weiterhin sind zwei oder drei Lieder auch noch drauf, allerdings nicht in voller Länge. Und was ganz Besonderes noch, am Schluss macht Fritz Wunderlich eine Stegreifmoderation, eine lustige Stegreifmoderation. Also das sind doch tolle Schätze, die ich natürlich jetzt noch mal vor Weihnachten unseren Freunden ans Herz legen wollen, weil die sind hier auch käuflich zu erwerben. Und ich weiß, es gibt noch eine zweite Aufnahme, zu der ich sogar ein bisschen persönlichen Bezug habe. Da singt nämlich die Frau Springorum mit und die war mit meinen Eltern befreundet. Und ich weiß, dass nach einem Konzert saßen die damals dann bei uns zu Hause. Ich war ein ganz, ganz kleiner Stöpke. Was haben wir da gefunden, Ingrid? Ja, das sind auch alte Tonaufnahmen, die in unserem Archiv waren. Und wir konnten sie jetzt auch auf CD aufspielen und das handelt sich um früheste Aufnahmen 1953, wahrscheinlich die frühesten Aufnahmen überhaupt. Diese CD dürfte besonders interessant sein für Kuseler Bürgerinnen und Bürger, denn es, wie eben schon erwähnt, wirkten ehemalige, bekannte ehemalige Kuseler mit. Zum Beispiel Frau Springorum singt das Lied An der Wiege, komponiert von Fritz Weins. Und Fritz Weins war ja auch Lehrer von Fritz Wunderlich. Weiterhin gibt es Ausschnitte von Musizieren mit Freunden und Proben und Mitschnitte von den beiden Konzerten im Oktober 1953 in der Turnhalle in der Lehnstraße. Ingrid, ich glaube, da sollten wir mal hochgehen und mal ein bisschen reinhören und unserem Publikum das auch noch mit auf den Weg geben. Wir wünschen Ihnen alles Gute und schöne Feiertage. Ich wünsche Ihnen das auch. Unser Dank natürlich auch an die Mitglieder der Fritz-Wunderlich-Gesellschaft, die das technisch so hervorragend aufbereitet haben. Und ohne die ging das gar nicht. Dankeschön.